In den letzten Videos zum Funken erodieren habe ich die Möglichkeiten ausgelotet, die ein Wagnerscher Hammer bietet. Der große Vorteil dieser Systeme ist, dass keinerlei Steuerelektronik benötigt wird. Sowohl die Hubmagneten als auch die Gleichstrommotoren müssen lediglich an eine Spannungsquelle angeschlossen werden und verwandeln somit jede CNC oder jeden 3D-Drucker in eine Maschine, mit der so reichlich jegliches Metall graviert werden kann. Die nächste Ausbaustufe besteht nun darin, die Funktion des Hämmerns über einen von einem Mikrocontroller angesteuerten Schrittmotor auszuführen. Der Schrittmotor bewegt dabei lediglich den Draht vor und zurück, die bewegte Masse ist somit sehr gering. An dem Schrittmotor befindet sich ein Stück Stahlrohr mit einem Außendurchmesser von 10 mm, das ich mit einem Dremel aufgeraut habe, damit der Draht gut transportiert werden kann. Als Gegenlager dient ein Kugellager mit einem Außendurchmesser von ebenfalls 10 mm. Dieses Kugellager wird über einen beweglichen Arm und eine Feder an die Walze des Schrittmotors gepresst. Die Drahtführung erfolgt durch Messingröhrchen mit einem Außendurchmesser von 2 mm. Da ich Draht mit einer Stärke von nur 0,2 mm verwende, habe ich das untere Röhrchen zusammengequetscht. Beim Zusammenquetschen verhindert ein Stahldraht mit einer Stärke von 0,5 mm, dass der Innendurchmesser des Messingröhrchens zu klein wird. Der Stromkreis läuft über das untere Messingröhrchen und somit über den daran schleifenden Elektrodendraht. Mit in dem Stromkreis befindet sich eine Spule und diese hat zwei Funktionen. Wird der Stromkreis über das Werkstück geschlossen, so baut sich in der Spule eine Induktionsspannung auf, die der äußeren Spannung entgegenwirkt, der Strom steigt somit nicht abrupt, sondern relativ langsam an. Wird andererseits der Elektrodendraht angehoben und die elektrisch leitende Verbindung zum Werkstück unterbrochen, so bewirkt die Induktionsspannung nun, dass der dabei entstehende Funke etwas länger aufrechterhalten wird. Die Ansteuerung des Schrittmotors erfolgt über einen ATmega 328 Mikrocontroller mit einem A4988 Schrittmotortreiber. Damit der Mikrocontroller feststellen kann, ob der Draht das Werkstück berührt oder eben nicht, befindet sich ein Sensor in dem Stromkreis, dieser kann Ströme bis 30 Ampere messen. Die Logik der Software des Mikrocontrollers arbeitet recht simpel. Meldet der Sensor, dass kein Strom fließt, so wird der Draht nach unten bewegt. Fließt hingegen ein Strom, so wird der Draht nach oben bewegt. Klappt gut, hier mit einer Spannung von 3,3 Volt. Es gibt jedoch ein Problem. Wird die Z-Achse der CNC nach oben bewegt, so wird der Draht entsprechend weiter nach unten bewegt, bis wieder Kontakt hergestellt wird. Das ist praktisch, wenn Unebenheiten im Werkstück ausgeglichen werden sollen, führt aber dazu, dass keine unterbrochenen Linien graviert werden können, der Draht bleibt ja immer auf der Oberfläche. Der Mikrocontroller muss also einen Befehl erhalten, wann graviert werden soll und wann sich die CNC nur bewegt, um zum nächsten Startpunkt zu fahren. Dazu habe ich einen Pin des Mikrocontrollers per Spannungsteiler mit einem Pin des Fräsmotors sowie Masse beider Geräte verbunden, der Fräsmotor selbst ist dabei von der Elektronik getrennt. Somit müssen im G-Code der abzuarbeitenden Datei nur Befehle zum Ein- und Ausschalten der Spindel an den Start- und Endpunkten der Linien eingefügt werden. Zeit für eine erste Gravur. Die Firmware der CNC ist nach wie vor unverändert, diese arbeitet völlig unabhängig von dem Mikrocontroller zur Ansteuerung des Hammers. Wie zu sehen fallen die Funken bei einer Spannung von 3,3 Volt unter dem Wasserstrahl nicht allzu stark aus. An der fertigen Scheibe sind die gravierten Linien sehr dünn und nicht allzu tief ausgeführt, die Grafik ist nur im Streiflicht zu erkennen. Die nächste Gravur erfolgt mit einer Spannung von 5 Volt.
Die Funken sind unter dem Wasserstrahl etwas kräftiger als zuvor. Die Linien der fertigen Gravur sind etwas tiefer, die Grafik somit auch etwas deutlicher zu erkennen. Der erste Versuch, mit 12 Volt zu gravieren, ist gescheitert, da mein PC-Netzteil wegen des zu hohen Stroms abgeschaltet hat. Eine höhere Induktivität muss also her, weshalb ich statt der ursprünglich 50 Windungen nun das etwa 3 bis 4-fache an Kupferlackdraht durch den Ferritkern gezwängt habe. Ja, ich weiß, dass ich damit höchstwahrscheinlich weit vom magnetischen Sättigungswert des Ferritkerns entfernt bin, allerdings von der falschen Seite. Sei's drum, damit funktioniert mein Versuchsaufbau zumindest auch an 12 Volt. Die kräftigen Funken sind klar zu sehen und auch zu hören. Die suboptimale Abstimmung führt dazu, dass sich die Spule stark erwärmt, der Kupferlackdraht hält der Temperatur aber über die 5-minütige Gravur stand. Die Funkenbildung wird gegen Ende der Gravur aber etwas unzuverlässiger, was unter anderem mit der zu hohen Spulentemperatur zusammenhängen könnte. Als Ergebnis sehen wir, dass viel Material abgetragen wurden, es sind tiefe Linien entstanden. Diese sind aber alles andere als glatt. Die Hammerfrequenz sollte wohl höher liegen, in Sachen Software und Elektronik ist klarer Verbesserungsbedarf erkennbar. Eine weitere Quelle für Ungenauigkeiten liegt in der Mechanik. Hier ist ein neues Stück 0,2 mm Wolframdraht unter dem Mikroskop zu sehen. Und hier das gleiche Material nach der 12 Volt Tortur. Ich muss in der nächsten Ausbaustufe dafür sorgen, dass ein wohldefinierter Kontakt zwischen Vorschubmechanik und Elektrodendraht besteht. In dem Messingröhrchen springen Funken unkontrolliert auf den Draht über und bewirken eine unerwünschte Erosion der Elektrode schon bevor diese das Werkstück berührt. Wenn man sich die Rolle für den Drahtvorschub auf der Welle des Schrittmotors genau ansieht, ist zu bemerken, dass diese den Draht scheinbar schneller nach unten schiebt, als es durch den Elektrodenabbrand der Fall sein kann. Ursache ist, dass der Draht so stark auf das Werkstück gehämmert wird, dass sichtbarer Schlupf an der Transportrolle auftritt. Das ist ebenfalls nicht gut für den Elektrodendraht. Ferner walzen die beiden Stahlrollen des Vorschubmechanismus den Draht platt und diese Scherkräfte bewirken, dass dieser zum Teil gespalten wird. Eine schonendere Mechanik zum Drahtvorschub muss her. Gehen wir mit der neuen Spule zurück auf 5 Volt. Mit der höheren Induktivität entstehen deutlich stärkere Funken. Als Ergebnis erhalten wir klar erkennbare, tiefe und glatte Linien. Zur Erinnerung, die Grafik ist lediglich 15 x 16 mm klein. Somit steht nun zweifelsfrei fest, die Induktivität des Schaltkreises hat einen bedeutenden Einfluss auf die Funkenbildung. Damit der neuen Mechanik der Elektrodenabbrand automatisch kompensiert wird, kann ich nun versuchen, die Linien mit niedrigerer Geschwindigkeit abzuarbeiten, um eine tiefere Gravur zu erzeugen. Hier ist der Vorschub auf nur 0,1 mm pro Sekunde eingestellt, womit die Gravur die zehnfache Zeit, also mehr als 50 Minuten benötigen wird. Die Gravur ist somit gleichzeitig ein Dauertest für die Mechanik sowie die Elektronik. Die Arbeitsspannung beträgt 5 Volt. Meine erste Mechanik mit Drahtvorschub funktioniert, besitzt aber die bereits angesprochenen Schwachstellen, die mit der nächsten Iteration ausgemerzt werden sollten.
Ein weiteres Problem ist, dass der Draht gebogen ist, was dazu führt, dass die gravierten Linien nicht immer da verlaufen, wo die Datei es vorgibt. In der kommenden Mechanik wird eine Vorrichtung mit Umlenkrollen dafür sorgen, dass der Draht begradigt wird. Ich habe außerdem andere Stromsensoren bestellt und werde weitere Spulen wickeln, um den Einfluss der Induktivität auf den Erosionsprozess genauer zu untersuchen. In Sachen Software gibt's ebenfalls viele Ansätze zum Optimieren. Ich werde der Frage nachgehen, mit welcher Frequenz der Hammer denn nun hämmert bzw. hämmern sollte. Es gibt also noch viel zu tun. Wer mich in meinen Bemühungen, diese neue Form des Funkenerodierens weiterzuentwickeln, unterstützen möchte, kann auf meinen Seiten eine Homo Faciens Coin erwerben. Vielen Dank an all die großartigen Menschen, die in meine Projekte schon über diese stahlharte Währung investiert haben. Die Gravur der hier zu sehenden Homo Faciens Coin hat fast eine Stunde gedauert und geht somit nicht in die Serienfertigung. Wer Interesse daran hat, macht mir ein Angebot. Die Linien sind hier unter dem Mikroskop im Vergleich zu einem Stück des als Elektrode verwendeten 0,2 mm Wolframdrahtes zu sehen. Weitere Infos sowie die 3D-Dateien und die verwendete Software gibt's wie immer auf meinen Seiten. Klickt mal rein. In diesem Sinne, danke fürs Angucke und bis bald.